So, Freunde, hallo. Es ist heute Baustelle hier im Altbau. Ja, ist der Altbausanierung. Die Schlitze habe ich schon gezogen hier. Jetzt werde ich gleich die Dosen ausfräsen, aber ich gipse nicht ein. Ich gipse nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Den Gips anrühren, das ganze schmierte Zeug und dann klatscht wieder was runter. Das mache ich nicht mehr. Und zwar machen wir heute die ganze Sache mit Primo. Das ist eine ganz tolle Sache. Erstens hat Primo so eine Bohrschablone. Nennt man das? Ja, das ist. Und zwar kannst du die mit zwei Wasserwagen für senkrecht, waagrecht schön ausrichten. Das heißt, du fräst ein Loch, dann spannst du in das Loch diese Gummi dran ein. Mit dem Hebel wird das fest und dann brauchst du auch keinen Zentrierbohrer mehr, weil du kannst dann direkt mit der Schablone das zweite Loch bohren und dann passt das perfekt. Ansonsten sind das hier die Primo-Dosen. Die sehen auch stylisch aus, immer. Ja, die haben ja diese, sieht man das ein bisschen, ja, diese Zapfen, diese Membrane hier, wo die Dose dann auch gleich einrastet und die ist dann auch gleich fixiert und fest. Ja, und hier drin, hier hinten, ist ein kleines Loch, wo du dann die ganze Sache mit dem Schaum ausspritzt und dann wird das fest. Eine tolle Sache. Brauchst nicht mehr mit dem Gips rum eiern. Ansonsten haben die hier noch diese Klammern, das ist ein Putzanschlag. Da brauchst du dann auch nicht mehr aufpassen. Ja. Die gehen dann bis da rein und eine tolle Sache. Dann gibt es noch Putzdeckel vom Primo. Haben sie auch extra. Das heißt, wenn der Putz drauf ist, siehst du ja deine Dosen, das kennt man ja mit dem Fähnchen hier. Aber wenn man dann hier drauf drückt, platzt genau hier der Putz weg. Und das ist, hast du deine Dose gleich gefunden. Oder du kannst mit dem 68er Fräser leicht anfräsen. Dann hast du nicht die Gefahr, dass dir außenrum noch irgendwas wegplatzt. Das ist, ja, wir haben die Tiefendosen. Die gibt es auch als Elektronikdose. Ja, macht mal zwei Löcher, dann kann man die genauso auch mit diesem Zapfen hier schön einrasten. Dass die fixiert sind. Optional könnte man die noch öffnen hier. Dann könnte man hier zum Beispiel noch eine zweite Steckdose setzen. Ist auch möglich. Tolle Sache. Dann gibt es noch den Schaum. So eine Dose reicht circa für 100 Dosen. Und du bist halt unglaublich schnell. Mit der Dosierung, das ist eine Gewöhnungssache, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht zu viel, weil sonst quillt die Dose über. Weil der geht ganz schön auf, der Schaum. Genau, ich fräse jetzt mal die ersten Löcher. Und dann schauen wir uns an, wie das System funktioniert. Ich persönlich finde, damit geht es viel schneller wie mit dem Gipsen. Gerade wenn du ein größeres Projekt hast mit 5, 6, 7, 8 Wohneinheiten, da gibst du ja zwei Tage lang. Das ist, nee, das machen wir nicht mehr. Du fräst deine Löcher, läufst durch, drückst deine Dosen rein und dann läufst du mit der Tube durch, spitzt die aus und dann bist du auf jeden Fall definitiv um einiges schneller. Um einiges. Das ist, so, dann fräsen wir mal aus. Alter, die haben früher für die Ewigkeit gebaut. Das ist so ein Bruchstein. Knüppelhart das Zeug. Das ist irgendein Nagel. Was man da nicht alles findet in den Altbauten. So, jetzt kommt die Bohrschablone zum Einsatz. Weil wir brauchen da immer zwei Steckdosen. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran zu der Sache. So sieht es aus. Einmal rein. Dann tut man die ausrichten. Hebel nach unten. Und das Ding ist fest. Und wie gesagt, jetzt braucht man keine Zentrierspitze. Zentrierpitze mehr. Zentrieren. Sondern man kann gleich losfräsen. So, das ist schon nochmal hier die zwei Löcher. Die Dosen
10 von Klimo. Die kann man dann so hier ineinander schieben. Und dann passt das. In diesem Fall jetzt, weil es eine Altbausanierung ist, hier kommt ja nicht noch 1,5 cm Putz drauf, setzen wir die bündig. Das heißt, diesen Putzanschlag, den kannst du einfach abbrechen. Und dann kann man die bündig da einsetzen. Und ihr seht schon, die Dinger sind jetzt schon fixiert. Also sehr gut fest. Das heißt, ich kann in Ruhe hier mein Kabel einführen und ihn danach schön ausspritzen. Also die sind wirklich fest. Es ist top. Es ist schon alles fest. Und durch diese Gummimembrane ist auch gleichzeitig alles dicht. Ja. Der Schaum macht dann den Rest, der Thermoschaum, weil dann hast du wirklich eine wärmebrückenfreie, luftdichte Installation. Und du brauchst doch nicht im Bädern mehr rumeiern, weil im Bädern nimmt man ja kein Gips her, sondern Schnellzement. Ja, das heißt noch ein Eimer. Nein, brauchst du nicht. Kannst du mit dem Schaum auch im Bädern, Außenbereich, kannst du benutzen. Top-Sache. Machst mit dem einen Produkt, brauchst nicht einen Gips und Schnellzement und das ganze Getöns. So, ich mache jetzt die anderen Löcher, fresse ich jetzt noch aus, setze die Dosen, dann führe ich die Leitungen ein und dann schäumen wir das Ganze noch aus. Guck mal, wie das ist. So, jetzt werden die Leitungen verlegt. Einmal in das Löchlein hinten rein, nicht zu viel. So, sprühst du mit Briel. So, jetzt noch die nächsten. Ja, 10 Minuten schon ziemlich hart. Fest. Schauen wir mal. Fest. Und schauen wir schon ziemlich hart. Deckel drauf, wie gesagt, wenn du drauf putzt, mal in der Mitte einmal drauf drückt, dann platzt dir genau da der Putz weg. Tolle Sache. Oder 68er Fräser, kurz anfräsen, dann platzt hier außenrum. Ist auch nicht die Gefahr, dass hier außenrum was wegplatzt. Also primo, im Großen und Ganzen tolle Sache, einklipsen, einschäumen. Man ist definitiv um einige schneller, wie die Dosen einzugipsen, das muss man sagen. Wie gesagt, flache Dosen, tiefe Dosen, Elektronikdosen, tolle Sache. Also, nicht mehr gipsen, jetzt wird geschäumt. Das ist in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn du noch nicht auf Abonnieren gedrückt hast, mach das schnell noch. Ich würde mich freuen. Bis dann.